Geht's los. Guten Morgen. Guten Morgen. Das Schloss ist eh geschlossen wegen. Das Schloss ist geschlossen. Wegen Corona. Die heilige Corona hat am 14. Mai Geburtstag. So, da fahren wir jetzt schön über die Nette zur Nitz, denn hier mündet die Nitz in die Nette. Die Nitz und die Nette schlafen in einem Bette. So, und hier sind unser Ausgangspunkt. Wacholderheim. Da ist die Nette. Und wir fahren jetzt ins Nitztal. Nee. Ein wunderschönes Tal, dieses Nitztal. Hier war ich schon sehr oft.
So. So. Da sind wir jetzt. Und wir wollen hier kommt man eine Tasse Kaffee trinken. Oh, das wäre schön. Weil hier scheint die Sonne. Ich weiß noch, wie ich dir eine Freude machen kann. Netztal.
So, und jetzt fahren wir die Nitz Richtung St. Johann Pilgerort und dann Bendisberg. So hat sie sich in den Felsen gefressen. Da ist unsere Nitz, die begleiten wir jetzt. Aber nicht bis zur Quelle, die ist bei 8 oben, fast am Nürburgring. Wir fahren anders. Ah, wie geht's? Lang nicht mehr gesehen. Wunderbarer Weg. Sind die Felsen aufgebrochen. Jetzt haben wir mal das Schloss. Thank you.
wieder ein Durchbruch. Schön hier. Die Bäume fallen um. Da kommt sie. Kathi, die schnellste. Hier bist du drüber. Fahren Sie. Fahren. Ja. Okay.
unnötig schäbig das da. Na, brauchst du nichts zu halten. Ich schiebe es gleich runter. Bitte? Halte bitte jetzt. Komm Mädchen, mach nicht so einen Quatsch. Partisanen gewesen. Die haben uns hier, vielleicht kommen sie da runtergerannt. Ich bin schnell. Ich bin verdammt schnell. Wir haben ja auch einen langen Weg vor uns. Ah, die Brücke. Brücke von St. Johann. St. Johann ist eine Pilgerstätte der Christen. Und ein bisschen weiter befindet sich eine Quelle der Kelten. Das ist die Kirche. Kurz reinschauen. Weiß, was das ist. Pilgerfahrt 2004. Wanderweg nach Santiago de Compostela. Zur Erinnerung an die Pilgerfahrt.
das ist geweiht dem heiligen Sankt Jakobus, glaube ich, heißt er. Der Witz ist, nicht weit von hier ist die keltische Quelle, wo die Kelten sich getroffen haben. Ja, aber meine Filme möchte ich gerne ganz urban. Wie man einen Film früher gedreht hat. Ich möchte nicht diese ganzen Effekte und Elemente. Ich möchte einfach ganz klar zeigen, das ist wunderschön. Konzentriert euch auf die Natur, schaut diese schöne Kapelle an. Alles andere könnt ihr selber machen. So, fahren wir zur keltischen Quelle. Dann, die geht zwar ein bisschen von unserem Weg ab, aber das ist nicht viel, was wir da anders fahren. Jodokusbrunnen. Und damit muss man das Auge noch trinken. Das kannst du auch trinken. Jetzt wirst du eine keltische Gottheit. Bin ich schon. Fühlst dich auch schon so, ne? Ich auch so. Wo Tan? Es geht weiter.
Ich muss den Kran noch zudrehen. Das wollte ich dir unbedingt zeigen. Das nennt sich so die berühmten Traumpfade. Das sollen die schönsten Wege sein, so in Deutschland. Oder hier in der Pfalz. Na weiter. Sind noch nicht oben. Ich steig ein Stück ab. Dann holst du hier Schwung. Und dann bist du schon in der Burg. Als Burgfräulein. Der Prinz wartet schon. Tü-tü-tü-tü. Thank you.
Hallo. Kommt der erste Ritter. Toll, ne? Wir müssen jetzt über den Berg drüber, das sind die Wacholderheiden. Unser nächstes Ziel sind die Wacholderheiden. Besonderes. Und das ist was? Würneburg, die Würneburg. Da geht es zum Nürburgring hoch und wir fahren über diese Berge hier. Wie? Ja, mit dem Rad. So? Ja, ein Stück zurück und dann hoch. Wir müssen nicht nach unten rüber. Nee, das hier stimmt nicht. Den Weg müssen wir runter. Hallo. Es geht weiter. Danke. So. Aufsitzen. Ja, natürlich, sonst geht doch gar nichts mehr. Das ist schon geil. Da mir. Ja, da hängt man richtig hinterher. Können ja ein Rennen machen, wer zuerst unten ist. Das war schon der Schlosssaal, das hier. Fertig? Was? Fertig? Noch nie. Aufsitzen. Und dann hoch. Ja.
Tag, hallo. Herrlich. Tschüss. Wir haben keine Zeit, wir wollen nach Monrea. Ah, ist das die Burg, die man da hinten sieht? Wirneburg. Das kann nur die Nürburg sein. Ah, das kann auch sein. Ist. Dankeschön. Bitte. Tschüss. Hallo. Herrlicher Weg. Unberührt. Kommt noch eine hübsche Frau, aber ich glaube, das ist ein bisschen ungünstig für sie. Ah ja. Ihr Mann wartet. Der hat gekocht da hinten. Der hat gekocht, was gibt es? Die Linsensuppe. Also. Mit Siedewürstchen. Bitteschön. Danke. Wenn Sie meine Frau sehen, die ist auch am Kochen. Hallo? Aber vor Wut. Dauern. Nö, nö, ach, ich sitze ja nicht. Nö, nö, ich sitze die ganze Zeit. Danke. Schon, dass mein Name hier steht, das ist ja auch nett. Katja, es geht ja weiter so schön. Ich habe der Frau gesagt, ihr Mann wäre hinten am Kochen. Sagt sie, was gibt es da? Ich sage, Linsensuppe. Da habe ich gesagt, meine Frau ist auch am Kochen.
Und dann sagt sie, was gibt's da vor Wut? Weil der Weg so schön ist, ne? Das ist so wie eine Autobahn fahren. Hier, der Platz ist nach mir benannt. Hallo. Guck mal. Da. Hallo, guten Tag. Guten der, Tag. Der Name der Jecke steht in allen. Oh, schöner. Dankeschön, tschüss. Das hatten wir schon. Tschüss.